Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CD.at. Es ist Donnerstag, der 14. November 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. Heute geht der ATX endlich um die Faschingszahl 1,11% nach oben. Do und Co. ums mehr als Zehnfache unter Andreas Treichel. Mag Klarner nicht, hat aber insgesamt recht. Dies und mehr in der Wiener Börse Party mit dem Motto Market hey. And May. With Homie B. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty Folgen im November sind präsentiert von Wienerberger und heute sieht's mal freundlich aus und auch die Sonne scheint leicht. Draußen plus 1,11%, jetzt um 12 Uhr auf exakt 3500 Punkte für den ATX und Do & Co. heute definitiv Main Event plus 14,5% auf 160,8 Euro. Dann FACC mit plus 3,2%, Verbund mit plus 2,6%. Gut, ich steige gleich bei Do & Co. ein. Das Unternehmen hat die Halbjahreszahlen präsentiert und man hat in allen Divisionen Airline Catering, Event Catering, Restaurant, Hotel von einer erhöhten Nachfrage profitiert. Und mit einem Umsatz von 1,131 Milliarden Euro hat man das umsatzstärkste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte erzielt, ein Plus von 28,5%. Das EBITDA hat 120,34 Millionen Euro betragen, plus 25,6%. Die Marge ist von 10,9 auf 10,6% leicht gesunken, was aber bei der Teuerung und diesen Umsatzsteigerungen eher egal ist. Das EBIT wird mit 83,37 Millionen Euro ausgewiesen, plus 28%. Und da ist die Marge bei 7,4% stabil geblieben. Und letztendlich im Airline-Catering konnten zahlreiche Verträge abgeschlossen werden, darunter auch Verträge mit Neukunden wie Royal Jordanian in Detroit, dann China Eastern, WestJet und Beyond. Zentrale Wachstumstreiber der Eventsparte waren die zunehmende Nachfrage nach Events, vor allem im Sommer mit Formel 1 Rennen, Euro 2024, natürlich die Europameisterschaft und so weiter und so fort. Im Bereich Restaurant, Lounges und Hotels profitiert man von der hohen Reisedynamik und die Ausschreibung für den Betrieb des Restaurants und die kulinarische Betreuung der Prunkräume in der Albertina hat man für weitere 10 Jahre gewinnen können. Man ist für weiteres nachhaltiges Wachstum bestens aufgestellt, also auch diesen Ausblick hört man gerne. Und insgesamt erfreuliche Entwicklung. Zusammengefasst hat das Ganze die Christine Bettwinkler, die heute im Conference Call drinnen war. Gut, Konzernumsatz Polytech in den ersten 9 Monaten wieder halt der Trend, den wir in den zyklischen Industriewerten haben. 507,1 Millionen Euro, 4,5% über dem Vergleichszeitraum, aber das Ergebnis nach Steuern ist bei minus 7,4 Millionen Euro zu liegen gekommen. Im Vorjahr waren es minus 8,7 und die Ertragslage wird durch das hohe Niveau der Lohn- und Sachkosten sowie der Zinsen belastet. Da komme ich dann noch insgesamt auch zum Andreas Treichel in einer anderen Sache. Management muss den Ausblick anpassen, haben wir jetzt bei einigen Unternehmen gehört. Man rechnet jetzt fürs Geschäftsjahr mit einem Umsatz in der Größenordnung 660 Millionen Euro, also unteres Ende der alten Guidance 660 und 710 und einer Marge von rund 1%. Bisher waren es noch 2-3%, aber immerhin schwarze Zahlen. Flughafen ein bisschen korrespondierend auch mit Do & Co. in den ersten 3 Quartalen Umsatz von 792,5 Millionen Euro, Anstieg 13,3%, EBITDA 10,8% drauf auf 368,1 Millionen Euro und EBIT um 14,4% auf 268,7 Millionen Euro. Und bis Jahresende soll die Gruppe einen Umsatz von 1 Milliarde Euro übersteigen, EBITDA 400 Millionen und Periodenergebnis von Minderheiten von zumindest 220 Millionen Euro. Strabag hat Trading Statement für die abgelaufenen 3 Quartale veröffentlicht. Auftragspolster bietet eine gute Visibilität in Richtung 2026 schon und eine solide Ausgangsposition. Und der Bestand konnte um rund 1,9 Milliarden, also 4%, auf 25,3 Milliarden Euro
ausgebaut werden. Die Strabag Real Estate wird Anfang Dezember mit dem Bau des Frankfurter Bürogebäudes Seed beginnen. Erste Private Banking wurde von den Finanzpublikationen PWM, The Banker and Global Finance mit insgesamt 8 Best Bank Auszeichnungen bedacht. Die Post reagiert auf die neuerliche Insolvenz von Kicker Leiner und bietet allen betroffenen Mitarbeiterinnen österreichweit neue Arbeitsplätze an. Das tut man schon zum wiederholten Mal sowas und das finde ich gut. Unica optimiert das Angebot der vorgebundenen Lebensversicherung Flex Solution und bietet jetzt ausschließlich Fonds an, die Nachhaltigkeitskategorien Artikel 8 und 9 entsprechen. Zumtobel macht auch was Leibendes und zwar beim Fußballverein Sunderland in England will man ein umfassendes Upgrade der Lichtlösung in dessen Heimspielstätte Stadium of Light, Name ist Programm, tun. Und das ist natürlich für mich als Sportfan besonders schön. Valneva teilt mit, dass Limmatec Biologics, also ein Partner von Valneva, den ersten Teilnehmer einer Phase 2b-Studie mit Shigella 4V2, also S4V2, sagt man sich auf Englisch, dem weltweit am weitesten fortgeschrittenen tetravalenten biokonjugierten Shigellose-Impfstoffkandidaten geimpft hat. Das ist alles nicht so leicht zu lesen. Bei der Balfinger gibt es einen feinen Director-Stealings-Eintrag, nämlich 14.780 Balfinger-Aktien zu 20,3 über die Wiener Börse hat der Hannes Balfinger gekauft, das nennt man mal Director Stealing. Auch bei Wienerberger hat der Vorstand Harald Schwarzmeier zugeschlagen, 2000 Stück zu 26,06. Und der Peter Steiner, als Aufsichtsrat von Wienerberger, hat ebenfalls 2000 Stück zu 27,3 Euro gekauft. Ja, Börsegeschichte gibt es auch noch. Presented by Petrus Advisors. Die Babak hat heute vor einem Jahr die längste Phase unter dem eigenen Moving Average 200 beendet, 244 Tage waren das. Und die Immo Finanz, und da gehen wir wieder ins Jahr 2008, hat die schlechteste Performance-Serie am Stück beendet. 8 Tage ist es nach unten gegangen, von 72% Minus sprechen wir hier. Und das ist natürlich auch gewaltig. Ja, und jetzt noch zum Andreas Dreichel. Der hat einen LinkedIn-Beitrag mit mehr als 1200 Likes geschrieben, weil Klarner nicht an die Börsen in Europa geht, sondern in Richtung USA tendiert. Und er beginnt damit, Klarner is a Swedish company and I don't like it. But that doesn't matter. It's filing for an IPO and has neither chosen Stockholm, nor London or Frankfurt to go public, but the US. Und dann spricht er halt so weiter und so fort und er sagt, es ist Alarmsignal pur für die europäischen Börsen, den Wirtschaftsstandort und überhaupt, und recht hat er. Tschüss und Baba.